Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht eigentlich Deutsch? Michael! Ich weiß, die erste Folge hieß noch Wie geht eigentlich Hochdeutsch, aber ich möchte es auch auf das geschriebene Wort ausweiten und habe hiermit eine Bitte an euch. Rettet den maskulinen Akkusativ. Was das ist, erkläre ich euch jetzt gleich. Wisst ihr es, bitte ich euch trotzdem, dieses Video anzusehen, um mitzuhelfen. Vielleicht gehört ihr ja sogar zu denen, die gar nicht gemerkt haben, dass sie den Akkusativ verlernt haben. Teilt das Video gerne unter Posts, die es brauchen, und solltet ihr dieses Video geteilt bekommen haben, bitte nehmt es dem Poster nicht übel, wir wollen doch alle nur den Akkusativ retten. Ich fange mal ganz von vorne an. Es gibt die bestimmten Artikel, der, die und das. Der ist für maskuline, also männliche Wörter, die für feminine, also weibliche, und das für neutrale. Es gibt dann noch die unbestimmten Artikel, ein und eine. Das Gemeine ist, dass sich maskuline und neutrale Wörter unbestimmte Artikel teilen. Also zum Beispiel bei der Tisch, das ist ein Tisch. Und bei das Buch ist es aber auch, das ist ein Buch. Bei femininen Wörtern ist es anders. Also da sagt man zum Beispiel, das ist eine Katze. Jetzt sage ich diese Sätze mal im Akkusativ. Ich habe einen Tisch, ich habe ein Buch, ich habe eine Katze. Ihr merkt, es spaltet sich wieder in drei verschiedene Wörter auf. Einen, ein und eine. Genau das wird allerdings momentan leider verlernt. Also bei femininen Wörtern ist alles okay, ne? Die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber die Aufspaltung von neutralen Wörtern und maskulinen Wörtern scheinen immer mehr Menschen zu vergessen. Ich lese von Jahr zu Jahr immer mehr, ich habe einen Tisch oder einen Teppich oder einen Hasen. Das gilt übrigens auch für Verneinungen, also zum Beispiel, ich habe keinen Zettel oder ganz oft bei, ich habe keinen Bock. Es wird manche schockieren, aber das ist falsch. Viele, die das wissen, sagen vielleicht, ja, man weiß ja, wie ich das meine. Ich befürchte nur, dass es bald nicht mehr stimmt. Denn je öfter man es falsch liest, desto öfter prägt es sich ein und Menschen, die es wussten, verlernen es und Menschen, die es nicht wussten, lernen es falsch. Es geht tatsächlich so weit, dass ich selbst auf Werbetafeln schon Sätze lesen musste wie bestimme deinen Senf, obwohl es deinen Senf heißen müsste. Auf öffentlichen Werbetafeln. Also wenn ich das lese, dann zweifle ich sofort die Seriosität der Firma an, die da was bewirbt. Und es zeigt mir auch, dass wir es offenbar wirklich verlernen. Ich denke, es kommt daher, weil wir im Sprachgebrauch in Abkürzungen reden. Also wir sagen zum Beispiel, ich habe keinen Bock. Geschrieben wird diese Abkürzung allerdings, ich habe keinen Bock. Wenn man genau hinhört, spricht man es auch so aus. Oder ich habe keinen Plan. Achtet mal zum Beispiel bei DJ Ötzis Lied Ein Stern da drauf. Es ist zwar ein Stern, aber der Satz geht ja im Akkusativ weiter. Und deswegen singt DJ Ötzi auch ganz deutlich einen Stern, der deinen Namen und so weiter. Und deswegen bitte ich euch, wenn ihr die Sätze schreibt, schreibt die Wörter bitte aus oder kürzt es korrekt ab, damit sich das wieder in die richtige Richtung verbreitet und rettet somit den maskulinen Akkusativ. Apropos Abkürzungen, mein geschätzter Kollege Bastian Kohn wies mich darauf hin, dass viele die Abkürzungen völlig verdrehen. Und tatsächlich, seit er mir das gesagt hat, fällt es mir auch auf. Das wollen wir jetzt mal wieder gerade biegen. Ich möchte euch zuerst einmal die richtigen Abkürzungen zeigen. Ich sehe ein Boot heißt abgekürzt, ich sehe ein Boot. Bei ich sehe einen Kahn ist es logischerweise, ich sehe einen Kahn. Also, es wird immer das Ei vorne weggekürzt. Leider bekomme ich immer mal wieder Nachrichten, in denen Sätze stehen wie ich bekomme ein Stück. Und denke mir immer so, was? Bei Abkürzungen könnt ihr auf einmal den maskulinen Akkusativ, auch wenn da ein Neutrumwort wie Stück steht, warum könnt ihr das da dann plötzlich? Ich bekomme ein Stück, heißt es. Wenn ihr ein Stück schreibt, könnt ihr auch ein Stück schreiben. Das ist genauso lang und auch noch korrekt. Ich freue mich sehr, wenn ich euch helfen konnte. Vielleicht wart ihr ja mittlerweile schon verunsichert, wie es richtig geht. Nun würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir dabei helft, den maskulinen Akkusativ zu retten. Merkt euch einfach, immer wenn man ein der vor ein Wort setzen kann, muss es ein nennen oder kein nennen heißen. Solltet ihr das durch dieses Video erst gelernt haben, muss es euch auch nicht peinlich sein. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich doch darüber, wenn ich helfen kann. Habt ihr euch schon immer gefragt, wie man im Hochdeutschen Wörter richtig ausspricht, die auf IG enden? Dann klickt gerne auf dieses Video. Dort erkläre ich die IG-Regel. Habt ihr meinen Kanal noch nicht abonniert, freue ich mich über jedes Abo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Euer Knichel.